Und willkommen zurück, Leute. Das fröhliche Sam geht weiter. Und hinter uns ist er schon unterwegs, der Basilisk. Und den werden wir heute für euch zähmen. Links ist die Akuma, die gerade schon rüber guckt. Der Stone dreht sich gerade auch um, ganz voller Angst. Wir werden erstmal ein Rockdrake-Ei besorgen. Das ist nämlich genau das, was er haben möchte. Das ist eine passive Zähmung. Und wir müssten jetzt, glaube ich, mal Ausreiß machen, weil der... Hoffentlich kommt er gleich. Der kommt. Okay, ja, Leute, dann mal los, Leute, geh weg. Also, Leute, bis gleich. Wir werden uns den schnappen und lauf, Akuma. Bis gleich, Leute. Wir müssen erstmal ein Ei besorgen. Ich werde gleich umfallen. Scheiße. Und tschüss. Ei haben wir geklaut und wir brüten das jetzt gerade mal aus. Es sind jetzt noch 23 Sekunden, das ist immer gut. 20. Wo ist denn eigentlich der Stone? Hängt der hier im Ei? Ja, der hängt im Ei. Das Ei hat Flügel bekommen. Und danach haben wir unser erstes Rock-Baby. Rock-Drake-Baby. Meiner. Haben wir Fleisch? Oh, noch kein Fleisch. Bitte. Ach ja, stimmt ja. Das war Achtung. Und? Putschi! Geh mal aufs Wetter hier, ich will das sehen. Geh aber mal sie wollen doch. Ja, das direkt imprinted oder was hier. Lösch. Das ist aber nicht so schön. Ich will ein neues. Warte mal kurz, ich will mal ein Foto. Oh nein, ich hänge hier drin fest. Kurz ein kleines Babyfoto machen und dann sind wir wieder raus. Okay, Leute. Wir machen mal weiter und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Tschüss, tschüss. So, Leute. Wir sind ganz kurz. Da, wie schön ihr das gemacht habt. wie ihr übrigens den Kopf aufstellt. Wir brauchen nämlich unseren Rockdrake jetzt. Damit werden wir jetzt gleich nach unten, ganz unten hinfliegen zu den Rockdrake-Nestern und werden uns dort mal ein Ei besorgen. Hört auf, ihr macht so viel Krach! Und wir brauchen nämlich die Eier für den Basilisken, für unseren Basilikum. Und dann fliegen wir jetzt mal gleich mal zu zweit runter. Wir haben hier leider nur zwei Plätze. Und wenn wir dann ein Ei oder zwei oder drei haben, dann sind wir gleich wieder für euch zurück und zähmen dann unseren Basilikum. Bis gleich. Gehst du mir jetzt aus dem Weg, du? So, Leute, da sind wir wieder zurück. Oder auch nicht. Wieder weg. Wir stehen hier am Abgrund und da runter in die Grütze, da unten, ganz, ganz, ganz runter, wo der Wasserfall auch reinfällt, da fliegen wir jetzt gleich runter und fliegen in das Gebiet der Rockdrakes Nester und werden uns dort mal ein Ei besorgen. Und ich will hoffen, das klappt. Ich will echt hoffen, das klappt. Ich drücke noch gerade mal. Bin ich auf K unterwegs? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Mal gucken. Alles klar. Irgendwie kriege ich gerade die Kurve hier nicht. Kommst du? Rein, Stone! Nicht fallen! Ich hab's geschafft. Okay. Der Rockdrake ist bei mir runtergefallen. Der Rockdrake ist... Okay. Kleiner Bug wieder. Also, wir werden jetzt hier runter. Da unten muss man natürlich aufpassen. Ich habe hier extra diesen Hazard-Suit an. Auch der Stone. Und deswegen muss man... das Zeug muss man anziehen. Also diese Klamotten, weil da unten ist radioaktiv. Ja, genau. Radioaktiv. Und wenn ihr da mal vielleicht mal nicht mit einem Rockdrake oder vielleicht mit anderen Tieren runter möchtet, wenn ihr das erste Mal ein Ei besorgen möchtet, dann müsst ihr echt aufpassen, dass ihr nur diese Aberrant-Tiere nehmt. Ansonsten... Oder die Krabbe. So. Oder die Krabbe. Die Ravenger zum Beispiel, die können nicht runter, müsst ihr aufpassen. Schultertiere mitnehmen. Ich habe jetzt hier gerade mein Schleck dabei. Mein Glowtail. Hallo. Und ich glaube, du hast dein Schäfchen dabei, ne? Nee. Du hast ein Schäfchen dabei. Wichtig ist, dass ihr auch was zum Leuchten mitnimmt, weil da unten ist das natürlich, wimmelt es natürlich wieder mit von Nameless und deswegen braucht ihr euer Licht. Siehst du, der Drache sagt das auch. Ja, ja, ja. Übrigens, alle Schultertüre können darunter, die ihr hier von Aberration bekommt, also die Licht machen. Also, ja, 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 wir gehen ja jetzt. So, der Storm war schon ein paar Mal unten und deswegen setze ich mich mal hinten drauf und stürze uns dann mal ins Vergnügen. Du kannst walte deines Amtes. Noch Warnung, nicht ins Lila, ne? Wasser. Das ist tödlich. Tödlich. Wir kommen! Und ab ins goldene Gebiet. Ich finde das voll schön hier. Hier sind übrigens die ganzen Nester. Jetzt wollen wir mal gerade da. Ist gerade eins rechts gewesen. Hast du es gesehen? Ja. Oh, das ist ein Rockdrake, ne?
jetzt nicht fallen, wenn du da hinten drauf bist, sonst stirbst du mir weg. Ja. Der ist aber noch auf uns. Ups. Ups. Okay. Sorry, Leute, dass es gerade so ein bisschen drunter und drüber geht, auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn der Stone seine Kamera dreht, dreht das bei mir nicht. Ich bleibe ja dann immer so, wie ich gerade gucke. Und deswegen habe ich mich jetzt gerade mal von unten nach oben gedreht. Okay, nochmal. Hier rechts war der, ne? Irgendwo war der hier. Da ist wieder einer, der ist ziemlich schnell, der ist aggressiv, ne? Weiß nicht, manchmal laufen die auch nur so schnell rum. Also warum ich euch natürlich, warum wir euch noch die ganze Aktion mit dem Rock Drake zeigen wollen, weil das ist natürlich ganz wichtig, weil ihr müsst ja das Ei haben. Und wenn ihr das Ei haben wollt, müsst ihr eben diese Aktion machen. Und deswegen geben wir euch dann wenigstens noch mal ein paar Tipps. Achtung, hinter uns ist einer, ne? Pass auf, darf ich? Achtung, ich bin abgestiegen. Pass auf, wo bist du? Oh. Ei genommen. Bin aufgestiegen, kann's los. Und weg. Ich versuche so gut wie es geht, den Kopf zu zeigen, damit man wenigstens weiß, wo vorne und hinten ist. Aber jetzt habe ich mich wieder gedreht. So, ich guck mal ganz kurz, welches Ei ich da geschnappt habe. Es ist ein 128er. Wow. Schon wieder so ein Mega-Ei. Was ist denn das, ey? Okay. Leute, wir kraxeln jetzt hier diese Eisenstange hoch. Und wenn wir oben angekommen... Genau. Warum eigentlich nicht? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, weil das... Mögen die kein Eisen? Aber Metals ist doch gut. Ja, die Metal mögen sie auch nicht. Ich glaube, die machen das nicht, weil hier ist zu wenig Platz irgendwie, glaube ich. Die treffen das, glaube ich, auch dann irgendwie nicht, oder? Bisschen, vielleicht merkst du das, wie ich ein bisschen hier rum... Ja, links, rechts, damit du die richtige Stelle findest, ja. Kann sein, dass das vielleicht für die ein bisschen buggy ist. Und das ist dann vielleicht auch die Lösung dann für euch, um euch hier ein bisschen zu retten vor den Rock Drakes. Gut, Leute, das war's erstmal vom Rock Drake. Wir haben das Ei und wir sehen uns dann gleich beim Basilikum, also bei den Basilisken, wieder. Und dann werden wir ihm das Ei vor die Nase schmeißen und werden uns dann mal in den Tod stürzen. Oder auch nicht. Bis gleich. So, Leute, wir sind wieder zurück und die Akuma ist gerade neben mir und der Stone ist nicht mehr da. Okay, ich hab gelogen. Er ist doch noch da. Mit unserem Rock Drake, habt ihr gesehen, wir haben den ja ausgebrütet und haben uns dann noch ein Ei besorgt. Und das Ei werde ich jetzt gleich hier vorne auf den Boden schmeißen, weil das ja eine passive Zähmung ist. Der Raptor. Warum haben wir jetzt einen Raptor dabei? Denn unserem Wasabi wichtig ist der, weil wir brauchen ein schnelles Tier, ein wendiges Tier. Und dafür haben wir den Raptor genommen, den mich jetzt gerade runterschubst, verschwinde. Nehmt euch einen Raptor und skillt ihn auf Geschwindigkeit. Dann habt ihr wirklich, ich sag mal, zu 99,9% eine Chance, dass ihr nicht getroffen werdet von dem Gift. Ich werde das Ei jetzt mal hier vorne hinlegen. Ich guck gerade mal. Hier sind gerade keine bösen Pilze. Ihr droppt das Ei, was ihr aufgesammelt. Essen. Nicht essen, ganz wichtig, also droppen. Nicht E drücken. Ja. Droppen, ganz wichtig, wichtig hinlegen. Dann ist noch wichtig, dass ihr das ganze Gebiet, wo ihr einen Basilisken gesehen habt, dass ihr so viele wilde Tiere tötet, die ihr hier seht, weil der ist ziemlich aggro auf alles, was irgendwie unterwegs ist. Und sobald ihr ganz kurz zu weit weg seid, ist der wieder irgendwo anders unterwegs. Und was ich jetzt mache, die Akku wird mir jetzt den Rapid Darken geben. Du kannst mir den... Komm mal her. Ich beleuchte dir den Basilisken schon mal. Okay. Wichtig ist, dass ihr den Basilisken zieht und über das Ei. Ihr müsst einfach nur über das Ei laufen, dann weiter und dann läuft der euch hinterher, wenn ihr die Aggro haltet und dann ist das eigentlich schon gegessen. Es kommt natürlich immer drauf an, ist das ein höherer Basilisk? Das ist unsere, ist ein, was ist das, ein 16er? 8er, niedrigen haben wir ja. 8er, okay. Wenn ihr einen niedrigen habt, reicht ein Ei. Wenn ihr natürlich, kommt immer natürlich auch drauf an, was ihr für eine Zähmeinstellung habt. Bei Standard, bei der Standardeinstellung braucht ihr echt viele Eier.
Da aber schon fast niemand mehr Standard spielt, wir haben das ein bisschen höher gestellt. Wir haben, glaube ich, mal 4, ne? Jo. Mal 4, da reicht ein Ei ganz sicher hier für das, für diesen Basilisken. Und ich gehe mal, da steht nämlich der Stone. Ich werde ihn jetzt mal ein bisschen Akku machen. Okay, oh, der ist er. Ist, glaube ich, Akku auf mich, ne? Ja. Okay. Achtung, Ball. Ja. So, jetzt ist er gerade unterwegs zu mir. Davon ist das Ei und da laufen wir jetzt einfach geradeaus drüber. Und dann war es das nämlich schon. Ihr müsst... Und... Er will das Ei nicht. Nein, er will das Ei noch nicht. Okay. Du hast nicht getroffen. Doch, das folgt gerade drüber. Aber egal, wir suchen es nochmal. Komm zu mir. Komm zu mir. Da drüber. Über das Ei. Ja. Jetzt. Leider habe ich gerade... Ich habe leider das Bild nicht dafür bekommen. Schade, ich habe mich gerade kein U-Tamed Basilisk habe ich nicht ich bekommen, nicht. Weil ich gerade leider zu weit weg war, zu schnell. Ja, ja, ich bin auch zu weit. Der ist nämlich gerade über das Ei drüber, hat's gefressen. Der macht eine ganz, ganz kurze Bewegung manchmal nur. Bleibt kurz stehen, beißt zu und dann geht's direkt weiter auf Aggro. Oder wenn ihr den gezähmt habt, dann eben nicht. Und dann habt ihr auch euren Basilisk gezähmt. Schade, das hätte ich jetzt gerade echt gerne noch gesehen, dass ich U-Tamed Basilisk, aber naja, egal. Sehr schön ist er übrigens. Gefällt mir echt gut. Ich weiß nicht, ob das ein seltenes Teil ist hier mit Weiß oder so. Züngel. Ich lese mal ganz kurz nochmal den Sattel vor, bevor ich das nämlich vergesse. Der Sattel wird in der Smithy gecraftet. Ihr braucht 80 Cementing-Paste. Ey! 150 Fiber. 45 von den Green Gems, also diese grünen Kristalle. 270 Hide. Und 425 Metal-Barren, also Metallbarren. Und dann craften und dann könnt ihr hier den Sattel draufschmeißen. Hast du den da? Ja, ich wollte gerade sagen, du hast mal wieder abgezogen, ne? Sieht übrigens voll cool aus. Guckt euch mal diese Kette an. Nein, diese Kette. Das sieht... Du Penner. Welche Kette denn? Die Kette. One Stone! Jetzt bleibt aber runter. Ist egal. Akku, man kann doch ruhig mal eine Runde drehen. Und zack, ist er weg. Das ist nämlich die Sprungtaste, die ihr nutzt. Dann könnt ihr nämlich unter der Erde laufen. Bleibt mal kurz stehen. Und wenn ihr stehen bleibt, das ist dann auch, denke ich mal, ganz wichtig für PvP, dann sieht man nämlich genau, wo einer ist. Man muss aber auch wirklich darauf aufpassen, das weil... Das war übrigens Stone jetzt. Genau, man kann nämlich... Kann man einen nämlich rausholen, wenn man nämlich im Kreismenü drauf geht. Ich glaube, das geht aber nur für... Für Tribe-Member, genau. Darf ich kurz? Ja, klar. Sie stehen. Zack. So. Die Lenkung ist nicht unbedingt einfach. Ist klar, ist eine Schlange. Ja, es ist nicht wirklich wendig. Ich muss gerade ehrlich sagen, ja, ziemlich großen Wendekreis. Ich mache jetzt gerade wirklich eine ganz engen Kreis. Wie gesagt, die Sprungtaste ist zack, unterirdisch. Und ihr könnt euch unterirdisch auch bewegen. Voll geil. Wieder Sprungtaste und ihr kommt wieder raus. Dann. Habt ihr einen Cooldown von 15 Sekunden? Genau. Circa 15. Ja. Nach meiner Erzählung. Dann linke Maustaste ist ganz normales Zubeißen. Übrigens, der beißt super schnell zu. Und rechte Maustaste ist dieser Giftball. Und dann könnt ihr noch auf C drücken, dann habt ihr diesen Brüll. Pass auf, ich mach mal auf K, dann seht ihr es auch nochmal. Wow. Spooky. So, ich zeig mal ganz kurz, wie schnell der zubeißt. Wir gehen nämlich jetzt mal ganz kurz bei dem Paracera dorthin. Und dann zeige ich mal schnell, wie schnell der zubeißen kann. Und auch der hat auch mega Schaden. Ich habe 4-mal geschlagen, bevor der einmal ausholen konnte. Aber ich hatte... jetzt aber den Wendekreis. Ja, aber ja. Zack, das war's schon. Mega schnell und das ist ein Level 11, Leute. Level 11. Also. Habt ihr gerade gelevelt? Ja. Hast du noch ein Level da? Ja, bleib stehen. Pass auf, dann bleib ich mal ganz kurz stehen. Dann zeige ich euch auch mal die ganz kurz diese Level-Animation. Sieht übrigens voll geil aus. Ah, oh, Mann, dieses Erdbeben ist echt nervig manchmal. Mhm. Dann guckt. Wedel, wedel, wedel. Von hinten. Und übrigens auch für dieses Hin- und Her-Geschlängel ist auch ganz geil. Also, Leute. Ganz wichtig, ein schnelles Tier. Ihr müsst das nicht mit dem Raptor machen. Ihr könnt es mit jedem schnellen Tier machen, was wendig ist. Basilisk getan, ach ne, Basilisk, Rocktrack, unsichtbar machen, Ei fallen lassen und dann unsichtbar machen. Dann läuft er hinterher und er läuft drüber und geht's. Genau.
ihr könnt das eigentlich mit jedem Tier machen, was recht wendig und schnell ist. Also, hoppala. Wichtig zu sagen also wäre eigentlich auch noch, dass du unter der Erde Stamina verlierst. Ja. Man kann nicht Ewigkeiten unter der Erde bleiben, das wäre sonst auch unfair, vielleicht für PvP. Was auch noch wichtig ist für euch, Leute, das Ei, was ihr dort unten rausholt, ist nicht wichtig, was es für ein Level hat. Es kann ein Level 1er sein, es kann ein Level 200er sein, das ist, interessiert keinen, der isst das Ei und wird dadurch gezähmt. Was mich blockiert, Stone? Okay. Achso, der ist gar nicht drauf, oder? Doch, du bist noch drauf, oder? Ich sehe dich nämlich nicht. Ja, du bist drauf. Okay, bleib mal ganz kurz unter die Erde, ganz kurz, eine Sekunde. Oh, das ist Cooldown. Guck mal, wie klein der Raptor ist neben dir. Das ist so heftig. Bam. So, dann gehe ich mal ganz kurz auf den Erdhaufen, drück, was auch so. Drück das Kreismenü und dann gibt es nämlich Unbury. Unbury ist dann einfach mal rausholen, rausrufen, weiß gar nicht, ausgraben oder so. Und dann hat man eben diesen Cooldown von 15 Sekunden. Wir haben getestet. Es war ja noch anfangs sehr, sehr unschlüssig, welche Eier der Basilikum hier, der Basilisk ist. Wir haben sehr, sehr viele Eier getestet. Wir haben gezüchtet wie die Weltmeister, oder besser gesagt, wir haben gebrütet wie die Weltmeister. Es wurde, glaube ich, geändert. Es gibt nämlich kein anderes Ei, was er essen möchte. Nur noch die Rock Drakes, genau. Wir haben es versucht mit, Anfang stand noch drin, es wäre der... Achtung, ich kriege nämlich Giftschaden von dir. Ich bin nämlich gleich tot. Ich bin gleich tot. Wir haben noch damals stehen gehabt, dass es den Demetrodon war. Sogar auch das Esperonis, das wurde sofort rausgenommen, weil es gibt ja kein Esperonis auf Aberration. Dann den Demetrodon. Das haben wir auch alles getestet, geht nicht. Es geht wirklich nur das Rock-Drake-Ei. Ob es sich irgendwann mal was ändern sollte, das werde ich euch dann drunter schreiben in der Videobeschreibung. Aber ich denke, ich denke mal nicht. Auch nicht züchtbar. Den Sattel kriegt ihr übrigens mit 68 von 85. dem... 85. 68 war... Genau, den Suit. Den Suit, den ihr übrigens braucht, wenn ihr das Rock-Drake-Ei holen möchtet. Und dann würden wir auch mal sagen, ab 68 könnt ihr dann schon mal anfangen, euch schon mal vorzubereiten, einen Basilisk zu zähmen. Wenn ihr das wollt. Wenn ihr es möchtet. Aber dann natürlich habt ihr noch kein Sattel, vielleicht habt ihr jemanden in der Tribe, der schon in dem Level ist, der einen... Und noch eine Sache, wenn du unter der Erde bist, verliert man selber Oxygen, also man verliert Luft. Ah, okay. Und ich sehe auch gerade, deine Stamina ist gleich weg. Und in 3, 2, 1 und raus. Oder? Nein, noch nicht. Jetzt. Okay, bleib mal stehen. Wir machen mal Up-Moderation. Nochmal ganz kurz als kleine Information am Rande. Ihr seht, ich bin kurz am Abnippeln. Wenn ihr mit dem Gift eure eigenen Teamkameraden von eurer Tribe anschießt, kriegen die... Friendly Fire an. Und Friendly Fire an, kriegt ihr dadurch Schaden. Also gesehen, aufpassen, Leute. Ihr selber auch. Ihr... So gut wie tot. Da das Gift natürlich auch Schaden auf Zeit macht, also ein bisschen aufpassen, das macht natürlich auch auf eure eigenen Tiere, die ihr im Gehege stehen habt, die kriegen dann alle einen Haufen Schaden und nach Zeit, also immer schön aufpassen, dass ihr nicht irgendwo hinschießt, wo ihr nicht hinschießen möchtet. Wo soll das? Stone, kommst du mit deinem Rock Drake hier mal dazu? Nur da. Du bist da. Okay, dann stelle ich mich so hin. Okay, perfekt. Riesengroße, superschöne Tiere. Und damit sagen wir dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und lasst euch bloß nicht die Eier von der Nase wegschnappen. Und ganz, ganz wichtig, droppen, nicht essen. Ja. Bis dann, ciao, ciao.